Es geht heute um eine der spektakulärsten Aufklärungen eines Mordfalls in Deutschland. Eine Schülerin wird ermordet und eine junge Studentin verschwindet, fast an derselben Stelle des Leichenfundorts. Sie wird nach langer Suche für tot erklärt. Es gab sogar einen geständigen Mörder, aber durch einen Wohnungseinbruch und einen alten Personalausweis kam 31 Jahre später eine ganz andere Wahrheit ans Licht. Gehen wir erstmal zurück ins Jahr 1983. Die 14-jährige Schülerin Kerstin Wiemes wird nach einem Fahrradausflug vermisst. Ihre Leiche wird nach kurzer Zeit in einem Waldstück hinter einer Bushaltestelle in Wolfsburg gefunden. Sie wurde missbraucht und erwürgt. Polizeifotos dokumentieren den grausamen Fund. Fast genau ein Jahr später verschwindet die 24-jährige Studentin Petra Paczitka spurlos. Sie studierte in Wolfsburg und war auf dem Weg zu ihrem Elternhaus nach Braunschweig. Sie verschwand an der Bushaltestelle, hinter der sich das Waldstück befindet, in dem genau ein Jahr zuvor die ermordete Kerstin Wiemers gefunden wurde. Umfangreiche Suchmaßnahmen und auch eine Fahndung in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst am 11. Januar 1985 ergaben keine weiteren Erkenntnisse. Petra Paczitka blieb vermisst. Die Polizei vermutete, dass die junge Studentin auch ermordet worden ist. Und zwar vom selben Täter, der ein Jahr zuvor auch Kerstin Wiemers tötete. Dieser Verdacht erhärtete sich auch ein wenig später. Denn 1985 wird der Tischlerlehrer Günther K. festgenommen. Er gesteht den Mord an der 14-jährigen Kerstin Wiemers und wird zu 8 Jahren Jugendhaft verurteilt. Er behauptet dann auch, dass er Petra Paczitka getötet hat. Dieses Geständnis widerruft er aber wenig später. Er wird für diese Tat nicht belangt. Die Leiche von Petra Paczitka wird allerdings auch nicht gefunden. Die Ermittlungen nach ihrem Mörder laufen allerdings weiter, denn die Polizei geht fest davon aus, dass auch sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. 1989 wird sie für tot erklärt. Petra Paczitka lebt offiziell nicht mehr. Bis zum 11. September 2015, fast genau 31 Jahre später, passiert das eigentlich Unfassbare. Die Polizei in Düsseldorf wird wegen eines Einbruchs zu einer Wohnung gerufen. Eigentlich eine Routinesache. Die Polizisten ahnen nicht, um wessen Wohnung es sich handelt. Als sie verlangen, dass sich die Wohnungsinhaberin ausweist, behauptet diese, ihren Ausweis verlegt zu haben. Aber die Beamten bleiben hartnäckig. Die Frau zeigt schließlich ihren schon lange abgelaufenen Personalausweis. Die Beamten entdecken, dass sie die seit 1984 verschwundene Petra Paczitka ist. Die Polizei in Braunschweig, darunter ein Beamter, der den Fall seit 31 Jahren kennt, fiel aus allen Wolken, als er hörte, dass Petra noch lebt. Genau wie ihre Familie, die 31 Jahre lang im Ungewissen war, ob Petra ermordet wurde oder nicht. Ihr Vater ist inzwischen verstorben, aber ihre Mutter, die mittlerweile über 80 ist, und ihr Bruder waren natürlich sehr erleichtert, dass sie noch lebt. Petra Paczitka lehnt jeglichen Kontakt zu ihrer Familie ab. Sie sagt nicht warum und klärt auch nicht ihr Motiv, warum sie 31 Jahre verschwunden war. Eine Mutmaßung ist, dass sie von ihrer Familie unter erheblichem Leistungsdruck gesetzt wurde, dem sie nicht standhielt. Vor ihrem Verschwinden war sie gerade dabei, ihre Diplomarbeit zu schreiben. Sie hatte sich ein sehr kompliziertes Thema ausgesucht, welches sich mit den Eigenheiten der Computersprache beschäftigte. Ein Braunschweiger Polizist versucht jetzt, zwischen Petra und ihrer Familie zu vermitteln, damit wieder ein Kontakt hergestellt wird. Petra Paczitka lebt nun unter ihrem richtigen Namen weiter in Düsseldorf.